endlich die Liebe fürs Leben gefunden zu haben. Warum du dich geirrt hast, erfährst du in diesem Video. 5 Punkte, was darauf hindeutet, dass es doch nicht so ist. Ja, du hast dich total verliebt, du warst vielleicht auch lange alleine und auf der Suche, verzweifelt auf der Suche nach einer Partnerschaft. Jetzt nun hast du den Traumpartner gefunden und denkst du, wow, es passt alles. Merkst du aber direkt schon am Anfang, da gibt es einige Unstimmigkeiten. Der erste Punkt, du bist total offen. Du bist offen für die Partnerschaft. Du möchtest ganz viel Zeit mit deinem Herzensmenschen verbringen. Und natürlich, ja, bist du voller Enthusiasmus, voller Energie. Er dagegen, ja, wenn er mit dir zusammen ist, ja, danach meldet er sich nicht. Er meldet sich nicht mehr, zieht er sich zurück, vielleicht liest er auch deine Nachrichten. Er ist etwas verschlossen. Der zweite Punkt, du möchtest unbedingt mit ihm viel unternehmen. Also du bist so voller Enthusiasmus, dass du auch schon das Wochenende planst. Vielleicht denkst du auch schon ans Urlaub, oh, wie das sein könnte. Wann hast du Urlaub? Lass uns doch planen. Da bist du schon weit voraus. Er dagegen ist gar nicht bereit. Er dagegen ist nicht bereit und ja, da sagt er, ja, schauen wir mal und also schiebt das so ein bisschen weiter weg von sich. So, der dritte Punkt ist die Zweisamkeit und natürlich Zeit miteinander und auch die Familie vorstellen. Also du willst ihn unbedingt kennenlernen, also mehr Zeit zusammen verbringen, vielleicht auch zu Familienfesten einladen, vielleicht auch zum Geburtstag, ja, deine Familie vorstellen, deinen Eltern vorstellen und er sagt, nee, also ich brauche meine Freiheit, das geht mir viel zu schnell. All diese Themen können hier eine Rolle spielen. So, der vierte Punkt ist eure Kleidung. Also, du kleidest dich ganz schick. Du achtest immer darauf, dass du gut aussiehst, dass deine Haare gestylt sind, dass du geschminkt bist, dass du dich wohlfühlst, dass du auch im Außen einiges so an Ausstrahlung transportierst. Er dagegen ist total das Gegenteil. Er legt da nicht so viel Wert darauf. Der ist eher lässig oder er trägt eher ja, ganz bequeme Kleidung, vielleicht auch 3 Tage Bart oder er hat sich nicht rasiert. Also daran merkst du auch, der passt vielleicht auch gar nicht so wirklich zu dir. Der fünfte Punkt ist die Ernährung. Ja, du ernährst dich gesund, du achtest auf deine Linie, du nimmst vielleicht auch für die Gesundheit noch bestimmte Vitamine und Präparate, Nahrungsergänzungsmittel ein. Er dagegen raucht, trinkt Alkohol, isst fettige Sachen, ganz viel Fastfood. Daran merkst du auch wirklich, dass er total der Gegenteil von dir ist. Das sind diese 5 Punkte, die dir zeigen, dass du dich doch geirrt hast. Mein Name ist Valeria Tochtenhagen und ich unterstütze dich als Coach rund um das Thema Liebe und Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du den passenden Partner fürs Leben anziehen möchtest, wenn du genau auf derselbe Wellenlänge mit deinem Partner sein möchtest oder so einen Partner finden möchtest, dann melde dich unbedingt bei dem ersten kostenlosen Erstgespräch an, denn da helfe ich dir dabei, damit du das anziehst, was du auch wirklich anziehen möchtest und was zu dir passt. Ich sage danke und bis bald.